Hi Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 75 Hänsel und Gretel, zweiter Teil. Plötzlich schrie Harry auf, weil er etwas an seiner Schulter verspürte, und er drehte sich um und zog auf der Stelle seinen Zauberstab, den er gleich wieder senkte. Denn eine uralte Frau mit so runzligem Gesicht, dass man nicht einmal genau sagen konnte, ob ihre Augen offen oder geschlossen waren, stand nun vor ihm. Ihre grauen, langen Haare waren liederlich nach oben gesteckt und fransten an allen möglichen Stellen des Knotens aus, so dass ihr Kopf große Ähnlichkeit mit dem zerfledderten Reet auf dem Dach des Hauses hatte. Sie schien sehr klein zu sein, aber das konnte auch nur so wirken, weil sie gebückt lief und dazu noch ein großer Buckel ihrer Schulter zierte, auf dem, wie im bekannten Märchen, eine schwarze Katze saß. In einer knorrigen, zittrigen Hand hielt sie einen kleinen Kerzenleuchter. Die krächzende Stimme vorhin war von dieser alten Frau gekommen, denn jetzt richtete sie das Wort an ihre Gäste. Sie müssen Miss Granger sein, richtig? Noch ledig, ja? Sehr schön, sehr schön, sagte die alte Frau, ohne von Hermine Antworten abzuwarten. Den Andrang auf das Apartment, Harry bezweifelte, dass diese Bezeichnung zutreffend sein würde, war offenbar nicht groß. Und wer sind Sie? Ich dulde in diesem Haus keine Herrenbesuche von meinen Mieterinnen, denn hier geht alles mit Zucht und Ordnung zu, schimpfte die Vettel. Hermine wollte gerade sagen, dass ihr Bekannter sie heute lediglich begleiten würde, da ertönte, wie zuvor, ein Mark und Bein erschütternder Schrei durchs ganze Haus, der wieder aus dem oberen Stockwerk zu kommen schien. Ohne dem Schrei Beachtung zu schenken, sagte die Alte, während die Katze von ihrem Buckel sprang und die Treppen hinauflief. Ich zeige Ihnen das Apartment. Folgen Sie mir. In einem Schneckentempo folgten die beiden der alten Frau. Hermine und Harry waren gezwungen, wie Kleinkinder immer nur eine Stufe zu nehmen und den nachfolgenden Fuß auf der gleichen Stufe abzusetzen, bevor sie einen weiteren Schritt gehen konnten. Denn die Besitzerin des Hauses war nicht so gut zu Fuß. Sie keuchte und hechelte beunruhigend laut, so dass Harry froh war, in Hermine eine Heilerin zu wissen, denn er ging davon aus, dass die Alte oben am Treppenabsatz zusammenbrechen würde. Oben angelangt, konnte man eindeutig vernehmen, dass die Alte an Asthma zu leiden schien, aber offensichtlich war sie nicht allzu sehr durch den kleinen Weg belastet worden. An Harry gewandt, sagte sie: Sie, mein guter Mann, sind ausnahmsweise heute und ausschließlich zur Besichtigung dieses Hauses willkommen. Verschüchtert nickte Harry und er fragte sich, warum allein die Anwesenheit dieser Hexe ihm die Sprache zu verschlagen schien. Während sie den kurzen, dunklen Gang hinuntergingen, der nur drei Türen aufwies, echote zum dritten Mal ein helltönender Schrei durch die muffige Luft. Und dieses Mal war er sehr viel lauter. Entschuldigen Sie, Madame, was sind das für Schreie? Fragte Hermine besorgt. Die Alte wollte gerade etwas erwidern, da ging die rechte Tür einen Spalt auf, so dass alle drei ihren Kopf wandten. Machst du wohl die Tür zu, du dummer Junge? Keifte die Alte, bevor sie zur Tür stürzte und sie ins Schloss zog. Ohne auf den Vorfall einzugehen,
näherte sich die alte Frau der anderen Tür, die gleich gegenüber lag, und sagte: Das hier ist das Zwei-Zimmer-Apartment. Sie ließ die Tür aufschwingen und entfachte mit einem Incendio den alten Kamin, der das Zimmer nun spärlich beleuchtete. Es war unbehaglich eng in dem Zimmer und die Wände waren völlig krumm und schief. Hier befand sich neben dem Kamin noch ein Tisch mit nur einem einzigen, klapprigen Stuhl. Mit der bescheidenen Einrichtung wollte die Besitzerin wohl daran erinnern, dass keine Gäste erwünscht waren. Außerdem stand hier noch eine Kommode, ein mickriger, grauer Beistelltisch. Und das war es dann auch schon, was man bei dem spärlichen Licht erkennen konnte. Hinten ist das Schlafzimmer. Hermine unterbrach. Entschuldigen Sie, Madame, aber warum hat das Zimmer keine Fenster? Die alte Hexe drehte sich abrupt um und fauchte. Stand irgendetwas von Fenstern in der Anzeige? Gleichzeitig schüttelten Harry und Hermine schnell den Kopf, sodass die Alte grinste und Harry mit einem Schlag klar wurde, dass Severus gelblich verfärbte Zähne im Vergleich zu denen der Alte wie pures Elfenbein strahlten. Denn die der alten Frau waren teilweise schon schwarz. Harry würde schwören, dass sie mit Sicherheit auch faulig riechen würde, wenn man nur nahe genug an die Frau herantreten würde, was er definitiv nicht wollte. Die Vermieterin öffnete die Tür zum Schlafzimmer und erhellte es per Zauber mit dem Schein einiger Kerzen, die an den Wandleuchtern angebracht waren. Auch hier drinnen gab es keine Fenster, dafür einen großen, fast bedrohlich wirkenden Kleiderschrank aus dunklem Holz und ein riesiges, altmodisches Himmelbett, durch dessen Bettdecken hindurch man noch immer die tiefe Kuhle in der Matratze erkennen konnte. Hermine wollte sich nicht einmal vorstellen, wer früher darin geschlafen oder vielleicht sogar in dem Bett den Tod gefunden haben könnte. Was ist ein PK? Fragte Hermine mutig, sodass die alte Frau das Schlafzimmer wieder verließ und voranging, um dieses Geheimnis zu lüften. Als sie die zu vermietende Bruchbude verlassen hatten und wieder auf dem Gang standen, war die Tür gegenüber erneut einen Spalt offen und Harry erkannte die Silhouette eines Mannes, der sie beobachtete. Die Tür ganz am Ende des Ganges wurde von der alten Frau geöffnet und Hermine und Harry betrachteten den engen und natürlich fensterlosen Raum. Hier befand sich ein großer hölzerner Zuber, der die Badewanne darstellen sollte und... Das hier ist das PK, sagte die Alte und zeigte auf einen kniehohen Holzkasten mit einem großen Loch obendrauf. Leise flüsterte Hermine zu ihrem Freund. Plumpsklo. Harry schaltete sich ein und fragte, Entschuldigung, aber in der Anzeige stand mit Blick auf den verbotenen Wald, aber so ganz ohne Fenster? Die Frau schaute ihn durch die schlaffen Lider böse an, bevor sie an dem nicht sehr sauberen Zuber vorbeiging, an der Wand einen kleinen Lattenverschlag öffnete und überheblich klingend präsentierte. Der Blick auf den verbotenen Wald. Man konnte durch das 30x30 cm große Loch nur wenig erkennen, doch die Hexe zog den Verschlag eh gleich wieder zu. Wie sieht es aus, Miss Granger? Ihnen sind 8 Galeonen zu viel? Ich gehe auf 5 die Woche runter, sagte die Hexe mit kratzender Stimme, bevor wieder so ein grauenvoller Schrei durch das Haus jagte, der nun deutlich wie der eines Kindes klang. Was sind das für Schreie? Sagte Harry dieses Mal sehr aufgebracht, sodass die Alte sich der Frage nicht mehr entziehen konnte. Was für... Ach, die Schreie! Keine Angst, man gewöhnt sich daran, erwiderte sie lässig, doch Harry gab nicht nach. Grantig warf er ihr vor, Sie haben die Frage nicht beantwortet, Madam. Sie schnaufte, und dabei bildete sich eine Blase an einem ihrer Nasenlöcher,
die gleich darauf zerplatzte, bevor sie antwortete. Meine Mutter war eine Sabberhexe. Die Geister von einigen Kinderchen. Die Alte grinste fies, sodass ihre schwarzen Zähne wieder zum Vorschein kamen. Spucken hier herum und bitten um Erlösung. Den Schreien sollte man keine Beachtung schenken. Man gewöhnt sich daran, glauben Sie mir. Am Ende ihres Satzes hatte sie nur noch gemurmelt, sodass Harry eine Gänsehaut den Rücken hinunterlief. Hermines Herz setzte einen Schlag aus, bevor sie gute Miene zum bösen Spiel machte und nebensächlich sagte: Ach so, na dann bin ich ja beruhigt. Die Hexe ging wieder auf den Flur hinaus, sodass Harry leise zu Hermine flüstern konnte: Beruhigt? Sie stieß ihn mit dem Ellenbogen an und bedeutete ihm, still zu sein. Auf dem Flur angelangt, ging sie an der einen Tür vorbei, die wieder einen Spalt breit geöffnet war. Mutig zog Harry seinen Zauberstab und sagte: Lumos! Für einen winzigen Moment erhaschte er einen Blick auf das unförmige und verzerrte Gesicht eines Mannes mittleren Alters, bevor der die Tür zuknallte. Die Besitzerin, die sich vorn am Treppengeländer festhielt, drehte sich zu Harry um und erklärte: Das ist nur mein Sohn. Er wohnt hier mit mir. An Hermine gewandt, lächelte sie und sagte: Er ist noch alleinstehend und gut situiert. Und, das Badezimmer müssen Sie mit ihm teilen. Mit einem verlegenen Lächeln antwortete Hermine: Oh, gut zu wissen. Mit unterdrückter Panik in der Stimme rief Hermine Harry zu sich. Unten am Treppenabsatz angelangt, begann die Alte, um die Miete zu feilschen, obwohl Hermine nicht einmal erwähnt hatte, dass sie die Zimmer nehmen wollte, geschweige denn, dass sie ihr zu teuer sein würden. Bevor man der alten Hexe vor den Kopf stoßen würde, löste Hermine das Problem, indem sie sagte: Hören Sie, Madame, ich habe jetzt noch andere Termine, aber ich werde mich bei Ihnen melden, wenn ich das... Sie blickte kurz zu Harry hinüber. ...Apartment nehmen möchte. Wir müssen jetzt auch schon wieder los. Hermine packte Harry am Arm und ging zielstrebig zur Tür, während sie einfach weiterredete, um der Alten keine Gelegenheit zu geben, das Wort ergreifen zu können. Vielen Dank für die interessante Führung, Madame. Harry öffnete die Tür und ging hinaus. Bevor Hermine die Tür von außen wieder zuschlug, rief sie der verdatterten alten Frau zu: Einen schönen Vormittag noch und falls Sie es nicht wissen sollten, die Sonne scheint hier draußen. Sie waren einige Schritte gegangen, ohne ein Wort zu verlieren. Harry hatte die Besichtigung einfach nur gruselig gefunden und Hermine war erschüttert, dass eine Anzeige in einer renommierten Tageszeitung zu so einem schrecklichen Ort führen konnte. Wollen wir noch zu Madame Puddyfoots reinschauen? Fragte Hermine ohne Hintergedanken. Nein, lieber nicht. Da hatte ich mein erstes Rendezvous mit Joe und irgendwie... Dann wie üblich die drei Besen? Der wird nicht so voll sein um diese Zeit. Sagte Hermine, die längst den Weg dorthin eingeschlagen hatte. Madame Ross Murtagh grüßte die beiden sehr vertraut, denn in den vergangenen Jahren war man oft bei ihr zu Gast gewesen und häufig hatte sie auch eines ihrer Zimmer zur Verfügung gestellt, damit man sich mit Spionen treffen konnte, um sich im Krieg gegen Voldemort einen Vorteil zu verschaffen. Hermine hatte recht behalten, denn es waren nur zwei weitere Gäste anwesend, die sich still unterhielten. »Harry, Hermine, was führt euch zu mir?« fragte Madame Ross Murtagh etwas verdutzt, aber erfreut, denn es waren schon einige Monate vergangen, als sie sich das letzte Mal gesehen hatten. »Der Durst auf Butterbier führt uns her, schätze ich«, antwortete Harry lächelnd. Hermine hingegen verlangte die Speisekarte, nachdem sie sich gesetzt hatte. Die meiste Zeit redete Harry über alles Mögliche, während Hermine die Menüs beäugte. »Gott, wie kannst du nur nach so einem schauderhaften Erlebnis ans Essen denken?« fragte er belustigt. Sie wandte ihren Blick nicht von der Karte ab, als sie erwiderte: »Mein Magen denkt ganz allein daran.« Nach einer kleinen Pause fragte er:
Wie geht es deinem Hals heute? Dem geht es wunderbar. Nur noch eine leichte Verfärbung ist zu sehen. Den Schal trage ich weiter. Irgendwie gefällt er mir. Seide fühlt sich gut an. Murmelte sie abwesend, während sie sich etwas zu essen aussuchte. Die alte Hexe war echt gruselig. Findest du nicht? Fragte Harry, nachdem Hermine die Karte endlich beiseite gelegt hatte. Sicher. Hat nur noch gefehlt, dass wir Brotkrumen auf dem Hinweg streuen. Als sie noch gesagt hatte, ihre Mutter wäre eine Sabberhexe gewesen, da wäre ich am liebsten schreiend rausgerannt. Ich möchte wirklich nicht alle Sabberhexen über einen Kamm scheren, aber die Legenden, die es über diese alten Vetteln gibt, die sind zu 90% wahr, Harry. Die fressen kleine Kinder, ihre Haut hängen sie zum Trocknen auf die Leine und... Oh, hör bitte auf, das ist eklig, sagte Harry angewidert. Harry wechselte das Thema und richtete die Nachricht von Severus aus, die sie lediglich mit einem Schnaufen zur Kenntnis nahmen. Nachdem Madame Rossmörter die Butterbiere gebracht hatte, gab Hermine ihre Bestellung auf. Ich hätte gerne vorweg eine Champignon-Cremesuppe, dann den Wildbraten mit Rotkohl und als Dessert das Vanilleeis mit heißen Kirschen und Sahne. Dazu aber auch eine heiße Schokolade, ja? Madame Rossmörter hatte sich alles notiert und nickte, bevor sie in der Küche verschwand, während Harry sie nur verdutzt anstarrte. Was? Ich habe Hunger. Außerdem ist jetzt Mittagszeit, sagte sie ein wenig gereizt. Ja, ist ja schon gut, versicherte Harry mit hochgehobenen Händen. Die Zeit, in der sie auf die Bestellung warteten, nutzte sie für etwas Sinnvolles, denn sie zog eine Mappe aus ihrer großen Tasche und überreichte sie Harry. In der Mappe befanden sich Pergamente, die er mit einem fragenden Blick beäugte. Er betrachtete das erste Bild, welches einen Hauselfen mit Kleidung darstellte, bevor er fragte, »Hast du die gezeichnet?« Sie nickte lediglich, so dass er sich auch die anderen 5 Bilder ansah. Alle zeigten einen Hauselfen mit Kleidung. »Die sind gut geworden?« lobte er. »Im Gegensatz zu Ron kann ich durchaus ganz passabel zeichnen«, entgegnete sie, während sie sich Rons Kritzelei ins Gedächtnis zurückruf, die sie darstellen sollte und was Snape auch noch gesehen hatte. Harry sah sich alle Zeichnungen genau an. Der erste Elf trug eine Art Jogginganzug, der zweite einen eleganten Anzug, der dritte eine normale Stoffhose und einen Pulli. Der vierte war in weißen Stoffen, ähnlich einem Karateanzug, abgebildet, während der fünfte in eine viel schönere Toga gewickelt war, als Wobble sie trug. Was genau möchtest du mir damit sagen? Fragte er vorsichtig. Jedenfalls nicht, dass du deinem Elf Kleidung schenken sollst. Ich möchte nur, dass du ihm die Bilder zeigst. Er soll sagen, was er davon tragen würde, ohne dass er damit seine Beschäftigung in Gefahr sehen müsste. Ich möchte wissen, was ihm von den 5 Entwürfen am besten gefällt und worüber er sich freuen würde, antwortete Hermine. Du willst ihm etwa Kleidung schenken? Geht das? Ich meine, kann er Kleidung von jemand anderem als seinem Meister annehmen, ohne aus meinen Diensten entlassen zu werden? Fragte er mit einem fröhlichen Funkeln in den Augen. Sie summte kurz vor sich hin, bevor sie sagte: Ich dachte eher, dass du ihm das als Arbeitskleidung vorschlagen könntest. Es wäre ein Befehl von dir, dass er sich Kleidung anziehen soll, denn immerhin ist er der Elf von Harry Potter, der auf sein Image achten muss. Wenn du nicht möchtest, dass er weiterhin in dieser schrecklich dreckigen Toga rumläuft, dann befiehl ihm, Arbeitskleidung zu tragen. In diesem Sinne schenkst du ihm die Kleidung nämlich nicht, sondern du stellst sie ihm nur zur Verfügung. Hermine, was du immer für tolle Ideen hast, sagte Harry erfreut, der gleich darauf ihrem Vorschlag zustimmte, Wobble die Zeichnungen zu zeigen. Während Hermine bereits das Dessert löffelte und dazu ab und an von der heißen Schokolade trank, erzählte Harry aufgebracht. »Hab ich dir eigentlich schon erzählt, dass Sirius seiner Anne einen Antrag gemacht hat?« Sie hielt inne, und eine heiße Kirsche kullerte von ihrem Löffel, bevor sie sich räusperte und etwas bedrückt erwiderte. »Nein, hast du nicht, aber ich habe sowas schon geahnt. Er hat mich gefragt, wie Muggel mit ihren Freunden umgehen sollten, wenn sie mit einem Zauberer liiert wären. Richte den beiden doch bitte meinen Glückwunsch aus, ja?« Harry ahnte, dass diese Information sie nicht aufgemuntert hatte, wie er es gehofft hatte. Das Gegenteil war der Fall gewesen.
Sie ließ es sich kaum anmerken, aber sie war gekränkt, weil offensichtlich jeder um sie herum einen Partner gefunden hatte oder sogar schon von Verlobung und Heirat die Rede war. Nachdem sie mit dem Nachtisch fertig war, sagte sie eher zu sich selbst: Ich glaube, ich nehme doch noch das Früchteeis mit Sahne. Konnte mich vorher nicht entscheiden. Jetzt rastete Harry aus und er sagte unverblümt: Hermine, Essen ist keine Lösung, um Probleme zu bewältigen. Hast du überhaupt schon gemerkt, dass du in letzter Zeit zugenommen hast? Zunächst schien Hermine über die Offenheit schockiert zu sein, denn sie blickte ihn fassungslos an, bevor Tränen in ihr aufkommen wollten und zeitgleich der Zorn sie übermannte. Erbost und mit erhobener Stimme fragte sie: Willst du damit andeuten, dass ich fett geworden bin? Die beiden einzigen Gäste, die sich neben Harry und Hermine noch im Pub befanden, drehten sich zu den beiden um, weil Hermines Frage aufgrund ihrer Lautstärke nicht zu überhören war. Nein, Hermine, das würde doch ewig dauern, bis man dich... Er entschied sich für ein anderes Wort. Übergewichtig nennen könnte. Du hast ja im Krieg bei dem vielen Stress ziemlich abgenommen. Aber wenn du nicht aufpasst, dann... Es reicht. Lass uns zahlen und dann will ich... Sie schluckte kräftig, bevor sie den Satz leise beendete. Nach Hause. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.